Hallo zusammen, mich hier ist wieder Ocella und ich bin wieder für euch hier in Battle Fast unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder eine weitere Folge von meiner kleinen Serie Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren. Und ja, ich habe mir wieder ein schickes neues Mount angelacht. Der eine oder andere würde sagen, hey, du hockst auf dem Spektraltiger, hattest du den nicht schon? Na, nicht ganz. Ich hatte einen Spektraltiger, aber habe mir jetzt einen zweiten gekauft. Ihr wisst, der Trend geht zum Zweitspektaltiger. Nein, Spaß beiseite. Es gibt zwei Spektaltiger und da ich meine Sammlung komplett haben möchte, habe ich mir jetzt den zweiten quasi angelacht. Was ist da der Unterschied? Und zwar, es gab damals in der Karte sowohl einen, wenn man die Karte eingelöst hat, sowohl einen blauen als auch einen epischen Spektaltiger. Der epische hat halt die schnelle Reitgeschwindigkeit. Und der blaue hat halt die langsame. Das waren, glaube ich, 60% Reitgeschwindigkeit und 100% Reitgeschwindigkeit. Mittlerweile haben ja alle Mounts die 100%, also es gibt keine langsamen und schnellen Mounts mehr. Dementsprechend fällt das weg. Aber sie sehen noch einen Ticken anders aus. Und wenn ihr jetzt hier guckt, diesen Spektraltiger, der hat in den Füßen keine Rüstung. Und wenn ich mal den alten noch anmache, den ich mir schon gekauft hatte, das ist der hier, dann werdet ihr sehen, er hat hier quasi an den Füßen nochmal so ein bisschen so Rüstungsteile. Das ist so der einzige Unterschied, den ich groß bei den beiden Spektraltigern sehe. Ich glaube, die anderen Rüstungsteile sehen tatsächlich gleich aus. Wenn wir jetzt hier mal in der, quasi im Fenster nochmal gucken. Nee, das ist soweit gleich, genau. Also den habe ich mir jetzt gekauft für relativ viel Gold. Der ein oder andere wird schon gesehen haben. Ich mache ja auch so eine kleine Serie, wo ich immer gucke, wie viel Gold ich in der Woche mache. Und da gab es ein dickes Minus, denn das Ganze habe ich mir für Gold gekauft. Insgesamt 17 Millionen Gold habe ich dafür hingelegt. Plus dann nochmal Dienstleistung, eine Dienstleistung obendrauf. Und zwar war der Verkäufer quasi einer aus der Community, der dann auch noch einen Mount bei mir bekommt. Das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Müssen wir mal gucken, noch einen Termin ausmachen, wann wir da hinkommen. Und zwar 17 Millionen plus dieses Mount von Rache der Kralle. Heißt, das verkaufe ich ja so im Schnitt für 750k, also knappe 18 Mio habe ich gezahlt. 17 in Gold und 750k dann quasi in anderen Mounts, die ich ihm dann noch basteln werde. Genau, das ist soweit das, was ich mir gekauft habe. Jetzt kann ich euch kurz die Übersicht noch zeigen, was ich für Mounts an sich jetzt schon vom TCG, so rum heißt Training Card Game. Und zwar habe ich den schnellen Spektraltiger, dann den Armani Dragonhawk hier, den Flammenhypogreifen, dann das Geisterross, den großen Kampfbären, die Reitschildkröte, den scheckigen Drachen, dann habe ich diesen sehr, sehr schönen Schreiter, dann natürlich den, was ich mir jetzt gekauft habe, den Spektraltiger, und zwar den langsamen, also das ist der normale Spektraltiger und das ist der schnelle, so von der, vom quasi Bezeichnung, ne, da wo der Unterschied liegt. Dann habe ich den Teufelsdrachen, den verderbten Hypogreifen, das weiße Reitkamel, das Wollrhinoceros, den wilden Raptor und die beiden Neta-Raketen, die X51 und die X51 Extreme Neta-Rakete. Und jetzt fehlt mir noch ein einziges Mount von den Kartenspieldingern, und zwar das, was die meisten als coolstes ansehen und ja, ich auch recht nice finde, und zwar da den Magic Rooster Egg. Und da werden wir jetzt einmal kurz reingucken. Und zwar habe ich jetzt hier Simple Armory offen. Und dort sieht man ja, was man noch für Mounts braucht. Bei mir stehen jetzt hier insgesamt noch, wie ihr seht, 4 Stück aus. Also 528 wird hier angezeigt von 532. In-game habe ich jetzt, falls es euch interessiert, 615 Mounts, die angezeigt werden. Warte, jetzt können wir hier wieder auf alle gehen. Und in-game werden mir zwei Mounts noch angezeigt, die ich brauche. Die Hyäne, die gibt es im Moment noch nicht. Und die Qualle halt aus den Inseln, aber da warte ich noch bis Patch 8.3. Falls ihr das Video nach 8.3 guckt, dann sind es natürlich wieder ein Haufen neue Mounts, aber das ist jetzt Stand vor Patch 8.3. Genau. Was mir jetzt hier an 4 Mounts fehlen, kann ich euch gleich mal zeigen, die mir hier noch angezeigt werden. Eins ist gleich schon mal buggy, und zwar ist das der Wurm. Das ist für die Shadowlands Collector Edition. Die habe ich mir gekauft und habe das Mount auch in-game. Warte, hier. Wird irgendwie einfach, das checkt die Seite irgendwie nicht. Also diese Shop-Sachen, das ist immer schwierig, keine Ahnung. Das habe ich auf jeden Fall. Dann sind es noch 3, ne, die wir overall fehlen. Dann ist es natürlich hier oben das Quallen-Mount, was ich euch schon in-game gezeigt habe, ne. Und dann die beiden, die es halt nicht trackt, sind halt einmal hier das Magic Rooster Egg. Das ist das Hühnchen, das mir jetzt noch fehlt.
Und dann ist es hier eins von den neuen Werbt einen Freund Mounts, also ja, also von dem Rev-Event, da gibt es ja ein neues und zwar können wir hier mal reinschauen. Werbt einen Freund, die Belohnungen. Ein Mount habe ich schon und zwar das Kamel. Und wenn wir dann hier noch ein paar mehr Monate mehr sich holt, dann kriegt man hier bei 9 Monaten quasi das Mount. Ich denke mal, das wird jetzt über die nächsten Monate quasi, werde ich hier noch ein paar Sachen reinkriegen und dann kriege ich das Mount irgendwann. Also da werde ich jetzt selbst nicht ewig viel rein investieren. Hoffe, dass ich das ja in einem halben Jahr dann auch nebenbei so fertig bekomme. Und ja, mal gucken, wie lange es dauert, bis ich das Magic Rooster Egg mir zusammensparen kann. Das möchte ich mir nämlich tatsächlich auch über Gold kaufen. Und da würde ich sagen, schauen wir gleich mal meine Tabelle hier rein. Und zwar hatte ich die euch bei einem letzten Video schon gekauft. Das sind Sachen, die ich noch brauche, wo ich etwa so ein bisschen die Preise geguckt hatte. Und da können wir jetzt gleich was umtragen. Und zwar den Spektraltiger, den hatte ich ja hier mir noch eingetragen für, ja, um die 2,5, dass der etwa kosten wird. Und den habe ich mir jetzt für Gold gekauft, also nicht für echt Geld. Und jetzt kann ich quasi hier. Also jetzt habe ich beide Spektraltiger, da hatte ich jetzt nur einen eingetragen. Jetzt trage ich hier einfach 2500 ein für beide Spektraltiger und kann den hier oben mal von den Mounts weglöschen. Das tut dann natürlich auch hier extrem den Gesamtbetrag, den ich hypothetisch nur ausgeben müsste, schmälern. Warte mal, wir können die. Wie machen wir das jetzt am besten? Zeile löschen, oder? Nicht, dass ich jetzt meine. Nach links verschiebe. Zeile ist, war jetzt, glaube ich. Moment, hier, jetzt. Zeile löschen. Ah, okay, das hat jetzt funktioniert. Okay, jetzt seht ihr, ist der Gesamtbetrag auf 5000 runtergegangen, was immer noch genug ist. Aber es ist nur noch ein einziges Mount drin, was sehr, sehr schön an der Stelle ist. Und ja, ihr seht, ein paar Pets noch drin und vor allem ein Haufen Toys. Unter anderem habe ich jetzt auch dieses lila Feuerwerk hier dazugefügt. Da habe ich ehrlich gesagt noch keinen Preis. Muss ich mal gucken, ob ich das im Internet noch irgendwo finde. Und was ich auch noch geguckt habe, hier dieser Murky, den habe ich mit 600 eingesetzt. Ich glaube, der ist deutlich teurer. Ich habe den mal einmal auf eBay gesehen, aber letztens war er für 5000 oder so drin. Also das sind so Sachen, die ich mir wahrscheinlich nicht kaufen werde. Aber mal gucken, vielleicht findet man ja irgendwo mal ein günstiges Angebot. Genau, das soweit jetzt zu dem aktuellen Stand. Und ja, dann gucken wir mal, was ich mir als nächstes hole. Ich denke mal, ich muss mir jetzt leider erstmal wieder ein bisschen sparen. Gerade mal auf dem Account nur um die 3 Millionen, auf dem anderen vielleicht nochmal so 3, 4. Heißt im Moment noch nicht so viel. Für ein Magic Rooster Egg muss ich wahrscheinlich zwischen 15 und 20 Millionen planen. Irgendwas in der Spanne. Heißt, das wird ein bisschen dauern, aber ich habe ja noch ein paar Toys und Pets offen und da werde ich mich jetzt demnächst mal umschauen. Gut, das war's mit dem kleinen Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen aufzeigen, wo ich jetzt gerade bin, vom Stand her. Und ja, dann sehen wir uns gerne beim nächsten Mal wieder. Euer Tela, bis dann, ciao.